Zu den weiteren Aussichten für China begrüße ich den Wertpapierspezialisten Michael Bloss. Herr Bloss, das Wachstum in China ist zuletzt auf ein Dreijahrestief gefallen. Wird es der chinesischen Führung gelingen, dieses Wachstum wieder anzukurbeln? Hallo Herr Defner, 7,4% und das ist ein Dreijahrestief. Das ist natürlich schon der Wahnsinn, vor allem wenn man das mit europäischen oder nordamerikanischen Wachstumsraten sieht. Aber ja, für China ist das ein Thema und hier müssen Reformen eingeschlagen werden. Und das nicht nur jetzt, weil die Regierung wechselt und man durch den neuen kommunistischen Weltkongress, der jetzt zu tagen beginnt, Anfang November, hier Impulse erwartet, sondern weil China etwas Sorge hat um das Geschäftsmodell des Landes an sich. Hier werden also tiefgreifende Reformen erwartet. Es werden 100.000 Staatsbetriebe davon betroffen sein, die im Augenblick stark subventioniert werden, stark vom Staat auch geführt werden. Hier wird eine Öffnung zu mehr Marktwirtschaft erwartet, wie immer das im chinesischen Kodex dann auch aussehen mag. Und es entstehen natürlich für den Westen ganz, ganz wichtig Dinge im Raum, wie eine Öffnung der Währung und der Zinspolitik. Und da können sehr, sehr große Impulse kommen. Und ich glaube, das kann China stärker verändern als alles zuvor. Was heißt das dann für die weiteren Aussichten der chinesischen Börsen? Ja, der chinesische Index hat ja etwas nachgegeben. Er wird Impulse daraus bekommen. Ob das kurzfristig geschieht, das glaube ich eher nicht. Ich denke, wir werden hier langfristige Impulse daraus sehen. Aber man muss eines sehen, China hat ja auch die Zeit. Die wollen gar nicht kurzfristig reagieren. Die wollen sich auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre richtig aufstellen. Und das wird kommen. Und deswegen gehen wir auch davon aus, dass in diesem Zeitraum auch die chinesischen Indizes dementsprechend positiv laufen werden. Und wie kann der Anleger dann auf China in seinem Depot setzen? Also das Sinnvollste ist wahrscheinlich herzugehen und ein klassisches Delta-1-Produkt zu kaufen, ein Indexzertifikat auf den chinesischen Index. Hier nimmt man wirklich die Bewegungen 1:1 mit, hat hier dementsprechend genau die gleiche Bewegung. Einzelwerte und Ähnliches kann man eigentlich nicht empfehlen. Da kommt man hier als Westeuropäer auch überhaupt nicht an die Informationen ran, die man dafür braucht. Sagt Michael Bloss. Vielen Dank nach Stuttgart. Herzlichen Dank.